Hi ho und herzlich willkommen zurück hier in der Staubstube und Fire the Crimson Eclipse mit Safe, der auf dem Weg zu Papa ist, offenbar, von dem ich noch nie was gehört habe, aber hey, Allison weiß Bescheid. Bevor es weitergeht, möchte ich ein kleines Zwischenfazit zu The Crimson Eclipse ziehen, nach jetzt nunmehr 10 Parts und ich würde nicht sagen 10 Stunden, aber schon so 8 oder 9 Stunden, die ich im Spiel bin. Möchte ich ein paar Worte sagen, ich möchte kurz sagen, wie ich Fire wahrnehme, was ich von Fire erwartet habe und wie sich das jetzt nach 10 Stunden so angesiedelt hat bei mir. Wie es immer bei meinen Lava-Parts und Let's Plays der Fall ist, auch hier könnt ihr das überspringen. In der Videobeschreibung ist der Timecode, falls ihr direkt zum Weiterspielen möchtet, das könnte ein paar Minuten jetzt dauern. Da geht's dann direkt weiter. Falls nicht, gerne weiter zuhören. Fire wurde mir vom Übersetzer damals einfach mal so empfohlen. Ich habe es mir kurz angeguckt und habe mir gedacht, ja, ich habe gerade noch Ressourcen offen. Mein Channel ist mega jung. Ich habe Bock, was Außergewöhnliches zu machen. Das sah außergewöhnlich aus. Ich meine, ich konnte der erste deutsche Let's Player sein, der es macht. Das war ein zusätzlicher Reiz. Ich habe es gemacht, war cool. Jetzt habe ich einige Stunden im Spiel verbracht, bin angekommen, kann mir das Feeling, die Welt, das Gameplay alles gut vorstellen, habe einen guten Eindruck gewonnen und muss sagen, dass ich von Fire, The Crimson Eclipse, an diesem Punkt möglicherweise leicht ernüchtert bin, denn es ist nicht so besonders, wie ich es am Anfang gedacht hätte. Und das heißt, ich dachte, als ich so die Bilder gesehen habe, den Trailer, als es so losging mit aufwendiger Inszenierung und dergleichen, okay, wow, das ist jetzt ein mega Messlattenprojekt im Medium RPG Maker. Das ist der große Indie-Shit, von dem ich noch nie was gehört habe, aber der mich jetzt vollkommen wegbläst. Und es ist richtig besonders und alles ist special und ich werde hier jede Folge sehr, sehr beeindruckt sein. War eine hohe Erwartungshaltung, ist so nicht eingetroffen, denn Fire ist doch relativ geerdete Fantasy-Sci-Fi-Kost, die jetzt nach einem spannenden Anfang auch nicht mehr so viele außergewöhnliche Highlights zu bieten hat. Das sage ich gar nicht abwertend, sondern es ist einfach nicht so besonders, wie ich es erwartet hätte und das ist vollkommen okay, weil es ist bisher wirklich, wirklich gut. Es gibt wenige ernstzunehmende Schwächen, die ich ausgemacht habe bisher und das ist schon an sich ein gutes Merkmal. Also es ist hochwertig und es ist natürlich besonders für den RPG Maker, nur nicht ganz so außergewöhnlich in puncto Story, Technik, Inszenierung, wie ich es erwartet hätte. Und ich habe viel erwartet, deswegen ist es auch nicht schlimm. Also es gibt einige Sachen natürlich, die mich vielleicht so gestört haben. Das Motorrad-Minispiel, Gottes Willen, das war furchtbar, das war der absolute Tiefpunkt. Aber nicht wirklich viel, nicht wirklich was Schlimmes, nichts Chronisches, ich genieße das Spiel bisher sehr. Macht Spaß. Charaktere sind cool. Was mich inhaltlich so, aber das bin nur ich ganz persönlich bisher wirklich, also langsam massiv stört, also das ist wirklich lächerlich, ist die Uniformität der meisten männlichen Charaktere. Sprich, die Edgelord-Krankheit. Wir haben jetzt sicherlich an diesem Punkt 7 oder 8 Charaktere, na, vielleicht ein bisschen übertrieben, 5 oder 6, die aussehen wie Brüder, die sich sehr, sehr ähnlich aussehen. Das sind alles Saves incestuöse Brüder. Das sind diese coolen 18 bis 25 Haare über den Augen Typen, ausdrucksloses Gesicht, die unheimlich cool und gut aussehend und gefühlskalt sind und natürlich ein nettes Lächeln und das rechte Auge von Haaren bedeckt. Oh Mann, ich meine, jeder Ersteller und jeder Kreative hat natürlich so seine Vorlieben, hat so seine eigenen Geschmäcker und der Ersteller hier mag offensichtlich diese coolen Anime-Bishonen-Archetypen. Aber also das ist schon symptomatisch und das ist schon wirklich auch ein bisschen penetrant und auch ein bisschen faul. Und auch einfach wirklich sehr, sehr anstrengend, diese ganzen coolen, gut aussehenden Typen. Was soll denn das? Also da fühlt jemand wie ich, fühlt sich da ja nur umso angegriffener in seiner biologisch unterwürfigen Statur. Naja, also das ist ein bisschen, das ist designtechnisch, ist das albern, relativ albern.
und auch ein bisschen seltsam, aber so ernsthafte Schwächen sind mir bisher nicht aufgefallen. Jetzt abgesehen von diesen One-Trick-Ponys wie dem Motorrad-Game. Ist alles okay, ist alles gut. Nur die Anfangseuphorie ist jetzt natürlich ein bisschen raus, aber das ist bei den meisten Spielen so. Ja, es gibt Charaktere, die mag ich, es gibt Charaktere, die mag ich nicht. Saif ist mir zum Beispiel momentan relativ egal. Allison mag ich ganz gern. Ich vergesse die Namen teilweise immer noch. Also sein Mentor, Horus, ist okay. Rutra ist ein absolut großartiger Charakter, wirklich. Also den möchte ich, eigentlich jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, möchte ich ihn küssen. Dann haben wir natürlich jetzt unsere Goff-Schönheit vor kurzem in die Gruppe mit aufgenommen. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Dann den cooleren Rutra. Ja, also Fire the Crimson Eclipse ist bisher cool. Nicht ganz so außergewöhnlich, wie ich es gedacht hätte, aber bleibt gut und bleibt stabil. So, und mit diesen Worten geht es jetzt auch endlich weiter. Mephisto, Wavonomicon. Richtig, das wollten wir uns erstmal nicht angucken. Hast du was für uns? Ja. Wir sind gut. Ja, komm, spenden wir einfach mal ein bisschen was. Machen wir mal noch 400, vielleicht haben wir Glück. Nein, okay. Gut, das muss erstmal reichen, Kollege. So, Saifs Vater soll im Westen residieren. Ja. Da macht man... Nein. Moment. War es im Westen der Stadt? Ich glaube, es war im Westen der Stadt. Jawohl. Möglicherweise. Ich meine, ich habe mir gerade nochmal den 10. Part angeguckt und er meinte Westen. Es ist aber auch gut, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich schon überall genau war und aha, ich bin so gut. Maxwell, natürlich heißt der Maxwell. Ach, weißt du, selbst wenn sie 40 sind, sind sie noch coole Typen. Safe. Naja, irgendwo müssen die Gene ja herkommen. Ja. Warum bist du erst jetzt zu mir? Dad. Deine Stimme ist so anders. Ich wünschte mir, dass ich dein Gesicht sehen könnte. Du kannst nicht sehen? Ist die Krankheit so schlimm geworden? Ich bin fast komplett blind, Saif. Heutzutage ist die Behandlung, die es vor dem Vertrag gab, nur für die politisch Relevanten erlaubt. Es tut mir so leid, Dad. Entschuldigung für alles. Ich habe dein Leben ruiniert. Es ist meine Schuld, dass Amand und Mama... Ich weiß, du hast mich. Du musst. Wenn ich nicht gewesen wäre... Dann wäre mein Leben noch leerer, Saif. Du bist mein Sohn, mein ganzer Stolz. Obwohl du nicht Blut meines Blutes bist, kümmere ich mich um dich. Okay, so viel zu den Genen. Seitdem dein Vater dich verlassen hat, du bist mein Sohn. Du bist die letzte Person auf Ariaphale, die ich hassen könnte. Du solltest dir für die Todesfälle nicht selbst die Schuld geben. Du hast dich nicht zu entschuldigen. Und das ist nicht, was ich dir beigebracht habe. Wenn du wirklich glaubst, dass du für etwas verantwortlich bist, dann mach die Welt zu einem besseren Ort. Gib deinem Leben eine Bestimmung. Sich Vorwürfe zu machen, wird die Probleme nicht lösen. Dad, ich werde herausfinden, warum Amand gestorben ist. Und ich werde die Krise beenden. Ich werde Behandlungen wieder ermöglichen. Wenn du die Augen aufmachst, siehst du ein völlig neues Ariaphale. Vielleicht vergibt mir Amand, wenn ich dich wieder zum Sehen bringe.
Safe, du weißt, ich bin stolz auf dich. Du kannst auf mich zählen. Ich weiß, du kannst alles tun, wenn du nur willst. Danke, Dad. Schöne Szene. Dad hat recht. Ich werde die neue Energiequelle finden. Ich kann nicht auf Valiant warten, bis er sein Team zusammen hat. Ich muss jetzt nach Woli. Die Wyoms sind schon unterwegs. Horus, Neon, Allison, es tut mir leid. Alleingänge, die werden sicherlich helfen. Doch ein cooler Typ muss tun, was er tun muss. Was, bist du jetzt auch stumm? Sorry. Gut, halten wir uns nicht weiter auf. Ich denke, es geht weiter. Wunderbar harmonische Musik. Rette sich, wer kann! Okay, jetzt nochmal. Also ich muss jetzt nach Woli, oder? Ja. Das Dorf der Geschwisterliebe. Alles klar, hier scheint's ruhig zu sein. Ich glaube nicht, dass es so schwierig wird, die Quelle zu finden. Ich werde Gebrauch von meiner Krankheit machen. Deine Spinnensinne? Wir haben neue Befehle und wir werden auf Valiants Team warten, bevor wir mit der Forschung beginnen. Ich werde jetzt nicht nochmal in die Häuser gehen. Oh, heiliger Arion, Roli, der einzige Ort, wo eine alte Dame wie ich noch immer in Ruhe leben kann. Gut, sind die Dialoge anders? Nein. Okay, dann können wir uns auch das sparen. Hier gehen wir nochmal rein. Hey! Geht's dir? Danke, kein Interesse. Hey Doggy Doggy, hey Doggy Doggy, hey. Hey Doggy Doggy, hey Doggy Doggy, hey. Ist mir bekannt. Ist mir bekannt, mein Guter. Tollen Hund hast du da. Relativ langweilig im Aussehen. Aber hey, dein Hund hat schöne blaue Augen. Das sieht man selten genug. Okay, es geht direkt hier weiter. Wir müssen gar nicht groß suchen. Ah. Oh, heiliger Arion, was ist hier passiert? Oh nein, schon wieder. Ich muss ganz nah an der Quelle sein. Warum musste ich alleine gehen? Ich bin ein Narr. Ja! Sein Kopf... Sein Kopf brennt! Ach so, das ist eine Frau, sehe ich gerade. Ich habe nur auf das Edgelord Faceset geguckt. Sein Kopf brennt. Ich muss ein Heilmittel finden. Wer ist dieses Mädchen? Cooles Picture, das da eingeblendet wird. Gefällt mir. Der Stil. Ich kapiere das nicht. Ich hätte auf alle warten sollen. Nian, Allison, Horus, Rutra, vor allem Rutra, Best Guy. Rutra. Die Wyoms waren hinter ihm her. Sein Bruder jagt ihn. Du sagtest, du wärst der letzte Überlebende deines Clans.
Dein Bruder, Ashura und die anderen. Sie sollten tot sein. Das ist das, was ich gesagt und du geglaubt hast. Was? Was willst du von mir? Warum folgst du mir? Was versteckst du vor mir? Vor mir, es wäre richtig. Save, hör mir zu, ich bitte dich. Ja, mein Kopf! Wir haben nicht viel Zeit. Es ist der Kristall, das Orihalkon. Das Orihalkon und dein Blut. Maya. Das Siegel von Orihalkos. Das heiße Dael. Dael? Dale? Lass es uns lieber Dale nennen. Ui. Ich bin zurück, Boss. Alles verläuft nach Plan. Und wer bist du? Jeff Bezos, oder? Sehr gut, Liebes. Der Köder wurde geschluckt, nicht wahr? Unsere Spionin Mystia haben verraten, dass Leviosa und der Vasall ein Verteidigungsteam für die große Energiequelle aufstellen. Also ist unser Ziel ungeschützt. Exzellent. Rohrlis Energiequelle ist trotzdem unser Angriffsziel. Wir müssen dort so schnell wie möglich hin. Anaconda und Cobra machen sich gerade auf dem Weg nach dorthin. Sehr gut. Mein Traum kommt immer näher und näher. Endlich wieder Haare zu besitzen. Perspektivwechsel. Majestät, ich kam so schnell, wie ich nur konnte. Da du vor kurzem erst beschädigt wurdest, können wir uns keinen weiteren Schaden leisten. Deine Mission ist es, heute Nacht mit einem Trupp Mystia zu patrouillieren. Euer Hoheit, ihr wisst, ich würde keinen Befehl verweigern, aber ich tue es trotzdem. Ich kann sehr wohl meinen üblichen Pflichten nachgehen. Warum so eine erniedrigende Aufgabe? Die Vanguards sind in schlechter Form, General. Wie du weißt, nahmen die Verbrechen zu und die Moral der Vanguards ist sehr niedrig. Wir glauben, dass deine Präsenz sie inspirieren und stärken könnte. Du wirst deine gewohnten Pflichten wieder erfüllen können, wenn die High Vanguards aus Worley zurück sind. Geh zur Hauptstadt, wenn du fertig bist. Ein Trupp von High Vanguards wartet dort auf dich. Ja, euer Hoheit. Arschloch. Wir dürfen wahrscheinlich nicht weiter. Ja. Hui, cool. Das ist der Horus Walk. Der Horus Walk. Okay. Sehr schön. Nun schön. Ohne großes Tamtam lassen wir dieses Schloss hinter uns mit viel zu vielen Soldaten, die alle keine rechte Funktion erfüllen. General Kane, in diesem Viertel ist alles in Ordnung. Gute Arbeit. Stimmt was nicht, Boss? Ihr scheint so müde. Danke der Nachfrage, aber mir geht's gut. Es ist nur, dass... Es ist lange her, seitdem mir der Kaiser so einen Job gab. Ich weiß, General. Patrouillieren ist ein echt stressiger Job. Vor allem nachts. Wir haben noch 2 Stunden, bevor wir abgelöst werden. Checken wir das Gebiet nochmal. Warum ist Patrouillieren ein stressiger Job? Was zum Geier? Reißt euch mal zusammen, ihr Weichgeigen. Was? Okay, ihr habt offensichtlich kein Bedürfnis, ja? Gut, ich gehe da mal, Jungs, ne? Hebt mir einen Energy Drink auf oder so. Verdammt. Was gefunden, Boss? Ja. Yeah. Ein Scarlet Y im Abzeichen. Was für ein Zufall.
Beeilung, versperrt alle Ausgänge. Geht zum Notgebüt. Ich folge diesem Typen. Ja, Sir. Als ob diese Bananen irgendwen aufhalten könnten. Du kommst mir nicht davon. Okay, noch ein Alleingang. Aber diesmal von jemand Kompetenten. Coole Atmosphäre gerade. Wenn ich sie nicht kaputt mache. Schöne Musik. Schöne Stadt bei Nacht. Ui, das habe ich nicht erwartet. Das ist dieser Elf. Interessant, der gehört also zu den Scarlet Rhymes. Schade. Dann gehört die Dunkelelfin doch auch dazu. Das finde ich nicht gut. Das heißt, ich muss ihr zukünftig ihren hübschen schwarzen Hals durchschneiden. Ich kann ihm von dort aus den Weg abschneiden. Halt! Bleib, wo du bist! Hoffen wir, dass es nur ein Missverständnis ist. Drauf. Jawohl. Hey, komm schon, hör auf mich zu verfolgen. Klären wir das wie vernünftige erwachsene Kumpel. Ja, es ist ein Missverständnis. Ein Glück. Süß sieht er aus. Und schwach. Sehr, sehr schwach. How pitiful. That wasn't even amusing. Ihr habt ihn? Ihr seid eine Legende, General Kane. Dafür musste man keine Legende sein. Level 5 hätte gereicht. Er ist ein zäher Bursche. Bringt ihn ins Gefängnis, ist er nicht. Wir haben morgen eine Menge zu besprechen. Ich liebe ihn. Kapitel 6. Kristallblut. Interessant. Hey du, ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich bin nur ein wenig nervös. Ha, ich auch. Das Abbauteam ist noch nicht da und wir sitzen auf einer Zeitbombe. Die Rhymes könnten jeden Moment auftauchen und das werden sie in 5, 4, 3, 2, 1. Alle Vanguards sind tot. Beginnt die Operation. Der Sprengstoff wurde platziert, wie Anaconda verlangte. Perfekt. Tja, an Überraschungen mangelt es in dieser Story. Oh nein, wir kommen zu spät. Wir müssen die Quelle unter allen Umständen beschützen. Drama. Nice Feuereffekte. Wenig herausfordernde Gegner. Ja, ich habe fast ihr richtig cooles Gewehr vergessen. Ah, ich liebe diesen Charakter. So Sugoi. Warum gibt's davon nicht mal 3-4 Klone? Ihr seid eigentlich die Munition und die Kraft meiner Waffen nicht wert. Ich frage mich, warum die Kämpfe gegen die Scarlet Rhymes so einfach sind und ob das irgendwie so eine Game-Design-technische Falle ist, damit man bei deren Organisation in Sicherheit gewogen wird und dann später die richtig fiesen Bosse kommen, oder ob das einfach daran liegt, dass wir auf einfach spielen. End of the line, bitch! Rotra, be my protagonist.
So, wie war nochmal ihr Name? Sophet, genau. Dass ich mir das auch nochmal merke. Sophet. Ja, das ist wie mit meinem Job in der Kindertagesstätte. Wenn ich da neu bin, muss ich mir die Namen der Kinder auch erstmal merken. Das dauert halt 2-3 Wochen. Okay, das Spiel spiele ich schon länger, aber Sophet habe ich ja auch noch nicht so lange in der Partie. Es ist normal. Why do you stand in my way? Boom! Checker lecker. Oh, das sieht richtig schmerzhaft aus. So möchte ich nicht sterben. Ich meine, so ein Gewehrschuss, der ist schnell und gnadenvoll, denn da merkst du nicht viel. Aber von einer Explosion in Teile gesprengt zu werden, Oi. Sag schon, wo ist die Quelle? Laut dem Detektor ist sie bei dir. Ich weiß nicht. Bitte lass mich gehen. Hände hoch, ihr dreckigen Wyams. Wer zur Hölle? Vanguards. Zu spät, Freunde. Das ganze Dorf wurde in Grund und Boden gestampft. Eigentlich nicht. Die Häuser stehen alle noch. Nein, sie ist wirklich ein Wyam. Das Imperium wird die Quelle nicht bekommen. Weil du nicht weißt, wo die Quelle ist, brauche ich dich nicht mehr. Nein! Das war schnell und effektiv safe. Anaconda ist tot. Alle Einheiten, Rückzug. Nein, bleib hier. Safe, was tust du hier? Meinen inneren Dämon entfesseln? Meinen neunschwänzigen? Rotra! Safe? Oh nein. Seine dunkle Seite. Seine Augen sind rot. Oh, er ist so böse. Okay, gehen wir mal davon aus, dass das ein ernstzunehmender Bossgegner ist. Dann wird erstmal gepusht. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Hör auf, mich zu verfolgen. Safe, was ist los? Oh nein, Rotra hat auch rote Augen. Er ist auch ein Dämon. Greifen wir an. Ja, das ist okay. Nicht elementarer Schaden. Ist in Ordnung, schätze ich. Van Lodon. Au. Und Safe ist nicht amüsiert, wie wir an dem kleinen Emoji sehen. Sehr schön. Ja, wir prügeln ihn hier schön zu Brei. Kein Problem. Für die Wolf-Goth-Wolf-Combination. Mit ein bisschen auf die Leisten, die ist jetzt voll. Ich nehme an, das heißt, wir kriegen jetzt hier die schönen Boni. Die Leisten unten links sind leider noch fern von Völle. Ja. Das dauert echt lange, bis die Leisten voll sind. Kommt selten dazu. Great Warrior, even the spirits saw your bravery. Wer braucht Feinde bei Freunden wie diesen Heuler?
Safe, was ist mit dir los? Jetzt trifft natürlich die Kavallerie ein. Rotra, Sergeant Vernelion, Kommandantin Zohet. Valiant, dein Team ist endlich angekommen. Ja, meine Männer kümmern sich um diesen Schweinestall, ja, vielen Dank, Valiant. Hey, liegt da nicht Safe? Was ist passiert? Er hat irgendwas in sich, irgendwas Komisches. Ich spüre es, der Zehnschwänzige. Mädchen, du schuldest uns eine Erklärung für all das. Ich heiße Nadia. Mach dich bereit, Nadia. Das wird eine lange Nacht. Zwinker, zwinker. Doch nicht jetzt, altes Ferkel. Teambesprechung. Ich habe Safe heute früh vor meiner Tür gefunden. Er war bewusstlos. Ich trug ihn nach innen und versuchte, ihm Medikamente zu geben. Immer noch bewusstlos. Was stimmt nicht mit ihm? Safe leidet an einer merkwürdigen Krankheit, durch die er immer Kopfschmerzen bekommt, wenn er in der Nähe der neuen Energiequelle ist. Eine neue Energiequelle? In der Tat. Wahrscheinlich die finale Antwort auf die Krise. Deswegen haben die Scarlet Rhymes ausgerechnet Rorli angegriffen. Einer der Rhymes sagte, dass sie in meinem Haus eine riesige Quelle ermittelt hätten. Was meinte er damit? Wir stellen hier die Fragen. Okay, slow down, Sophie. Die Energiequelle kommt von diesen roten Kristallen. Versteckst du hier so etwas Ähnliches? Außerdem musst du uns diese Barriere, die dich vor Anaconda gerettet hat, erklären. Rote Kristalle? Barriere? Ich bin das Medium des Auserwählten. Sophie, bist du nicht ein wenig zu hart zu Nadia? Die Situation ist dringend, Rotra. Wir brauchen diese Infos jetzt. Ich habe diese Kräfte, seitdem ich geboren bin. Ich kann sie nicht kontrollieren, aber manchmal... Ich bin eigentlich der Kern dieser Welt, das mächtige Medium, die wiedergeborene Göttin. Manchmal passiert Magie, stimmt das? Ja. Laut unseren Forschungen kann die Energiequelle lebende Wesen verseuchen und ihnen magische Kräfte verleihen. Die Quelle muss nah sein. Ich habe einen roten Kristall, aber ich kann ihn nicht hergeben. Hier ist er. Ich trage ihn immer mit mir rum. Ein Freund meiner Mutter hat mir dieses Juwel gegeben. Es ist mir sehr wichtig. Ich bezweifle, dass das die Quelle ist. Dieser Kristall ist zu klein, um diese Menge an Energie auszustrahlen. Bist du sicher, dass das der einzige ist? Ja, bin ich. Dieses Juwel ist komisch. Es scheint anders als die normalen Kristalle zu sein. Vielleicht ist es eine verfeinerte Version der Atlas 2.0 Kristalle. Wir sollten es analysieren, bevor wir die Möglichkeit ausschließen. Wenn dieses Juwel aus Atlas 2.0 besteht, dann kennen wir den Grund hinter deiner Magie. Das erklärt zwar nicht, warum du immer noch kein Monster bist, aber es wäre zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben auf jeden Fall Beweise, dass Lebewesen dazu neigen, in der Nähe eines Kristalls auszurasten. Also ist Atlas 2.0 der Ursprung meines Fluchs? Der eigentliche Name des Kristalls lautet Ori Harkon. Safe, du bist wach. Wie geht's dir? Ich glaube, mir geht's gut. Danke, Allison. Als ich diesen Ort erreicht habe, hatte ich eine meiner Visionen. Dale, der augenlose Adler, hat mir ihren Namen und den des Kristalls verraten. Ori Harkon. Hat schon mal jemand davon gehört? Ori Harkon? Nein, nie gehört. Ich auch nicht. Danke, Allison. Also, die Scarlet Rhymes suchen nach diesem Ori Harkon? Und mein Glücksjuwel könnte die größte Energiequelle der Welt sein? Natürlich. Das könnte der Fall sein, Nadia. In diesem Spiel wird wirklich jedes Klischee bedient. Ich fürchte, dass wir dich darum bitten müssen, uns den Kristall zu geben, damit wir ihn analysieren können. Nein, wir nehmen das Juwel und das Mädchen in Gewahrsam. Was? Du hast richtig gehört, Wissen. Wir bringen Nadia und ihr Juwel zur kaiserlichen Forschungseinrichtung nach Mystia. Komm runter, Sophie. Halt doch, un-
Halt doch ab und zu einfach die Klappe, ja? Vanillion? Lass das Mädchen gehen, unsere Mission ist erledigt. Wir haben die Scarlet Wimes aus Roali vertroschen. Job erledigt. Wir gehen sofort zurück zum Kaiser und erstatten Bericht. Sofort. Unser Doc muss sich wohl um den Kristall kümmern, nicht wahr? Gehen wir. Könnt ihr beiden euch bitte küssen? Hey! Sie liebt ihn. War nett, mit euch allen zu labern. Ich hau jetzt lieber ab, bevor unsere Eisprinzessin irgendjemanden einfach so erschießt. Ich bin lustig. Man riecht sich. Und so steckt er einen Ring an ihren Finger. Nadja, warum nanntest du deine Fähigkeit einen Fluch? Seitdem ich ein Baby war, besitze ich diese Kräfte. Ich konnte sie aber nie kontrollieren. Das gewöhnliche Volk sieht mich als eine Art Monster, deswegen reise ich von Dorf zu Dorf, in der Hoffnung, niemanden zu treffen. Dann solltest du vielleicht nicht von Dorf zu Dorf reisen, denn Dörfer haben es so an sich, dass man dort Menschen trifft. Vor ein paar Monaten lebte ich mit meiner Mutter im Süden, in einem Dorf namens Silver, aber das war zu viel für sie, also mussten wir hierher. Ich frage mich, ob ich jemals wie jeder andere leben kann. Ich glaube, dass das alles die Schuld dieses Juwels ist. Ja, mit Sicherheit ist es aber kein roher Kristall. Vielleicht enthält er deswegen eine so immense Kraft. Wenn das der Fall wäre, wäre der Vertrag kurz vor seinem Ende. Nadja, du musst ihn uns analysieren lassen. Wenn das meine Kräfte erklärt, dann okay. Aber ich will nicht, dass er ihn von mir wegnimmt. Was ist daran so schlimm? Folg ihn doch zu den Wissenlaboren. Ihnen folgen? Kommst du nicht mit? Sorry, meine Mission endet hier. Ich muss dem Chef in Ismail berichten. Allison ist raus. Die Wimes könnten uns wieder angreifen. Es ist zu gefährlich, Nadja mitzunehmen. So ist es für sie am sichersten. Außerdem, wenn sie schon mitkommt. Worüber denkst du nach? Etwas schlafen. Dann könnten wir mein Blut und ihr Blut untersuche. In meinem Traum hat mir Dale erzählt, dass mein Blut und die Kristalle miteinander verbunden sind. Seit 2 Jahren verfüge ich über diese magischen Kräfte. Wenn wir unser Blut untersuchen, können wir herausfinden, ob der Adler die Wahrheit erzählt. Vielleicht liegen die Antworten für uns beide in unserem Blut. Ich verstehe. Wir haben eine neue Spur. Möchtest du uns begleiten, Nadja? Ich muss darüber nachdenken. Bitte werd nicht mein Partymitglied. Bitte nicht, Nadja. Ich mag dich nicht. Geh weg. Armes Mädchen, das war bestimmt nicht leicht für sie, das mächtigste Wesen der Welt zu sein. Das stimmt, aber vielleicht ist ihr Fluch das Ende der Krise. Jungs, es tut mir leid, was letzte Nacht passiert ist. Und Allison. Ich habe keine Ahnung, was los war. Dieses Orihalken muss mir den Verstand geraubt haben. Es tut mir wirklich leid. Mach dir keine Vorwürfe, Safe. Wir alle kennen deine Krankheit. Wir müssen dir helfen, so schnell wie möglich eine Heilung zu finden. Aber diese Krankheit ist alles, was mich mit Dale verbindet. Dafür finden wir sicher auch eine Lösung, keine Sorge. Ich hoffe es. Safe, du hast mir letzte Nacht erzählt, dass ich aufhören soll, dich zu verfolgen. Was meintest du damit? Rutra. Du hältst uns etwas vor. Das weiß ich. Was? Auf unserem Weg zurück wurden wir von Scarlet Wimes angegriffen. Wie es aussieht, bin ich nicht ihr Ziel. Du bist es, Rutra. Ich? Ich weiß, das könnte hart klingen, aber 2 Assassinen waren Mitglieder deines Clans. Es sind Shiva und Ashura, dein Bruder und dein Schamane. Shiva, Ashura, unmöglich. Sie starben vor 2 Jahren, als wir angegriffen wurden. Ich muss unbedingt mit ihnen reden. Oh, es geht immer noch so auf meinen Hals. Oh. Wo sind sie jetzt? Ich muss sie finden. Wir wissen nicht, wo Ashura ist. Es gibt keine Spur.
Dein Bruder, Rotra, dein Bruder ist tot. Es tut mir leid, ich musste es tun. Sie hätten uns sonst getötet. Und sie waren darauf aus, dich zu kriegen. Du wusstest das, nicht wahr? Warum jagen sie dich? Shiva, Bruder. Du vertraust mir nicht, das verstehe ich. Aber ich hatte nie mit den Wyoms zu tun. Und ich habe keine Ahnung, warum frühere Mitglieder meines Clans mich jagen. So viel ist sicher, das weiß ich. Ich war mir sicher, dass sie tot wären. Ich sah sie mit eigenen Augen sterben. Ich muss mit Ashura reden, egal wie gefährlich es ist. Rotra. Hey, weißt du was? Nur Geschwätz hat noch nie Probleme gelöst. Sagen wir, Nadja, dass wir gehen. Na gut, Leute, ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen werden. Geben wir alle unser Bestes. Versucht nicht zu weinen, wenn ich gehe. Auf Wiedersehen, Allison. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Pass auf dich auf, Allison. Ja. Oh, kommt schon, ich bin schon fast am Heulen. Auf bald, wenn du hoffentlich kein Gastcharakter mehr sein musst. Okay, machen wir noch ein paar Minuten weiter. Danke fürs Aufräumen, Männer. Safe, da bist du ja. Das musst du dir ansehen. Dieser Kerl wurde von den Wyoms Anaconda genannt. Anaconda? Kenne ich ihn? Du trafst diesen Mann bereits. Es ist Sakalai, einer der Schmuggler aus jener Nacht. Quatsch! Sakalai wurde zu 20 Jahren Haft in Wakens Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Ja komm, das heißt doch nichts. In der Tat, genau das ist das Problem. Hier liegt er. Tech-Rüstung, ein Scarlet Wyoming-Orden und all ihre äußeren Aufmachungen. Ich rieche ganz gefährlichen Ärger. Könnte es vielleicht sein, dass wir einen oder mehrere Verräter unter uns haben? Glaubst du, dass die Kaiserin aus Waken Gefangene an die Scarlet Wyoms verkauft? Das ist absurd. Das können wir nicht behaupten. Wir reden immerhin über ein fremdes Reich. Alles, was wir wissen, ist, dass Sakalai vielleicht ausgebrochen ist und später den Scarlet Wyoms beitrat. Ein Mann in so hohem Alter, der aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausbricht? Diese Neuigkeiten wären bis hierhin gekommen. Du hast recht. Wir müssen uns das genauer anschauen. Alles klar, wir gehen wieder zum Wissenlabor, um Nadjas Juwel zu untersuchen. Dieser kleine Gegenstand könnte uns helfen, die Krise auf ewig zu beenden. Übrigens, hast du Nadja gesehen? Ich weiß, dass sie mitkommt, aber wir sollten langsam loslegen. Sie ging ins Dorf, ich glaube, dass du sie dort findest. Danke, Valiant. Ich hatte vor, auf dem Gebirge hinter mir zu suchen, aber jetzt gehe ich ins Dorf. Wir sehen uns, wenn wir wieder zurück sind. Pass auf dich auf. Wie lebt sich's denn hier? Hm, bescheiden. Ich denke, wir machen Schluss, wenn wir sie gefunden haben. Unser kleines Medium. Unsere Quelle aller Magie. Wiedersehen, Safe. Kümmere dich gut um deine Gruppe. Wir geben unser Bestes, Sir. Ich kann nicht glauben, dass dieser Bastard Sakalai war. Was habt ihr eigentlich die ganze Nacht gemacht? Ich meine... Wir überlegen uns jetzt mal ganz logisch diesen Prozess. Die sind gestern Nacht angekommen und haben gesehen, wie diese Leiche hier liegt. Die Männer standen hier. Dann, genau, dann wurde das Safe bekämpft, ist aufgewacht und alle haben ihn ins Haus getragen. Die Männer sind aber ins Dorf zurückgegangen und haben diese Leiche hier liegen lassen. Die haben sich gedacht, ach, naja, okay, dann gehen wir jetzt zurück. Good job. A job well done. Let's call it a night. Leute, Leute, Leute. Nadja. Hi, Safe. Wir hauen gleich ab, also kommst du mit uns? Ich komme mit euch. Bin ich eigentlich dein Love Interest in diesem Spiel? Vielleicht finde ich einen Weg, normal zu werden. Ja, mir geht's genauso, wirklich. Vielleicht lösen wir beide unsere Probleme. Ah, hochtalentierte Menschen. Lass uns gehen. Ach so, das habe ich fast vergessen. Danke für deine ganze Hilfe. Danke, dass du mich gestern reingebracht hast.
Erwähn's nicht. Es ist nicht so, als hätte ich dich liegen lassen können. Naja, offensichtlich geht das schon, wie wir gerade gesehen haben. Lass uns jetzt gehen, die anderen warten bestimmt schon. Oh nein. Du kannst jetzt Nadjas passiven Skill Gottesheil benutzen. Wenn Nadja ein Tier ist, in Heilpunkte sichtbar, du kannst einen Heilpunkt um die Gruppe wollen. Er wird verschwinden, bis du wieder zurück auf die Weltenkarte kommst. Och Mann, noch ein Edgelord im Team. Ich kann's nicht mehr sehen. Naja, was soll's. Eine Edge Lady, sorry. Kein Gender-Shaming hier. Was ist los? Ich hasse dieses Camp. Ich hasse diese ganzen Käfer und diese Steine. Du bist nicht daran gewöhnt? Natürlich nicht, und um ehrlich zu sein, ich bin froh drum. Diese Dreckskäfer und diese Luftfeuchtigkeit, arme Menschen, ich hasse sie. Du wirst dich daran gewöhnen müssen. Bäh! Wenn dieses Orikalkenzeug erledigt ist, kehre ich in meine schicke Villa zurück und werde nie mehr campen. Ich könnte jetzt Urlaub gebrauchen. Ich liebe es zu reisen, zumindest solange ich in einer Familienvilla bin. Yep, genau das werde ich tun. Sorry. Wie managst du die ganzen Immobilien und Firmen neben Müssenhauf? Nun ja, man könnte sagen, dass meine Familie viele Freunde hat. Eigentlich erlegen diese Freunde diese ganze Arbeit. Dafür werden sie bezahlt. Einfach, nicht wahr? Der Großteil meines Geldes fließt in die Forschung. Nichtsdestotrotz fließt ein hoher Anteil in die Taschen des Imperiums. Die erhöhen die Strafgelder für Atlasverbrauch immer weiter. Ich nehme an, dass das der Preis ist, den man für Fortschritt zahlt. Eigentlich ist es unrechtmäßiges Ausbeuten, aber wie du meinst. Der Preis des Fortschritts klingt nach einer guten Umschreibung. Okay, wow, Mann, Abzüge, nein. Rotra, wir konnten noch nicht darüber reden, aber Abraham, wegen deinem Bruder, es tut mir schrecklich leid. Kein Grund zur Entschuldigung. Du wusstest nicht, dass er mein Bruder war. Du hast dich nur vor einem Assassinen verteidigt. Aber... Shiva war dein Bruder, ein totgeglaubter Freund. Ich habe Freunde auf ähnliche Art und Weise verloren. Ich will nur, dass du weißt, dass es mir schrecklich leid tut. Sag mir, falls es etwas gibt, was ich machen kann, damit es dir besser geht. Ah, oh, Sev, sehr gut, dass du das sagst. Finde ich richtig gut. Du entwickelst dich in dieser Folge wirklich auf eine sehr, sehr gesunde Art und Weise. Finde ich gut. Danke dir, Sev. Zu wissen, dass mein Bruder und Ashura noch am Leben waren, macht mich nervös. In dieser Nacht. Es muss etwas geschehen sein. Etwas, was ich nicht verstehe. Warum jagt mich mein Clan? Ich habe sie nie verletzt. Das werden wir rausfinden. Wir suchen Ashura und klären das auf. Geisterflamme. Vielen Dank. Sev, kann ich dich etwas fragen? Ja. Ich möchte mehr über unsere magischen Kräfte erfahren. Du sagtest, dass du dieselben Kräfte hast wie ich, nicht? Auf irgendeine Art und Weise schon, aber ich kann sie nicht kontrollieren und sie passieren nur einige Male in meinem Leben. Und das nur in der Nähe von Orihalken. Ich verstehe. Hattest du jemals heftige Kopfschmerzen, wenn du Magie benutzt? Nein, noch nie passiert. Ich bin dein Upgrade. Hast du welche, wenn du sie benutzt? Ja, oft, wenn ich neben einer Orihalken-Quelle bin, fühle ich mich krank. Deswegen bin ich vor deinem Haus umgefallen. Es ist wegen deinem Juwel. Glaubst du, dass wenn das Juwel der Grund ist, ich geheilt werde, wenn wir es loswerden? Sicher, wir schaffen das. Danke für deine Unterstützung, Steve. Vorsicht, okay. Gut, das war's von diesem sehr storylastigen, einmal mehr, Part von Fire the Crimson Eclipse, aber positiv storylastigen. Obwohl ich am Anfang gesagt habe, ist alles nicht so besonders,
wird hier unterstrichen, dass es alles trotzdem sehr, sehr gut ist. Safe hat sich in dieser Folge ganz wunderbar entwickelt. Wir haben leider einen Charakter hinzubekommen, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Aber die muss es auch geben. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich freue mich auf weitere Fire-Erlebnisse. Beim nächsten Mal hier bei... Ach richtig, Fire. Ciao.